Wie versorgten die antiken Römer die Metropole Rom, 1 Million Einwohner eigentlich, mit Wasser? Eins sei schon verraten, es ist ihnen hervorragend gelungen. Die ganze Geschichte jetzt in 4 Minuten erzählt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. In früher römischer Zeit brauchten die Römer kein zusätzliches Wasser zur Versorgung ihrer noch kleinen Stadt. Sie hatten den Tiber, sie hatten Bäche, sie hatten Brunnen, sie hatten das Grundwasser. Aber Rom wächst und 312 vor Christus reicht das Wasser einfach nicht mehr aus. Und es gibt die erste Fernwasserleitung. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Stadt Rom. Rom wird dann auch zu einer Metropole werden mit 1 Million Einwohnern und da braucht man einfach Wasser, damit die Stadt wachsen kann, damit so viele Einwohner dort leben können. Man sucht also weiter entfernt nach Wasserquellen in Flüssen, in Seen, aber auch Grundwasser, man beobachtet die Natur. Und man baut dann von diesen Stellen aus Wasserleitungen. Die müssen immer ein Gefälle haben, man möchte ja die Schwerkraft nutzen. Und diese Wasserleitungen sind aus Stein und dann in der Stadt aus Ton oder Blei. Blei auch nicht ganz gesundheitsfördernd, um es vorsichtig auszudrücken. Und man muss Schwierigkeiten überwinden. Täler mit Brücken oder Berge, durch die man hindurch bauen muss, also Tunnel hindurch bauen muss. Oft versucht man auch Umwege zu nehmen, aber da ist dann immer schwierig, dass das Gefälle noch ausreicht, weil die Strecke ja länger wird. In Rom selbst kam das Wasser dann in große Auffangbecken, möglichst hoch gelegen, um wieder die Schwerkraft nutzen zu können und wurde von dort dann weiterverteilt. Wofür braucht man das Wasser? Zunächst einmal für die Brunnen. Hier bedient sich die Bevölkerung meist kostenlos oder eigentlich immer kostenlos. Manche werden dann auch Tagelöhner bezahlt haben, die ihm das Wasser vom Brunnen in die Mietskaserne, in die Wohnung bringen. Dann die Bäder, von den Römern gerne genutzt, mit nur wenig Eintritt, also die Bäder und Thermen, die brauchten auch Wasser. Und dann eben die reichen Privathaushalte. Die hatten manchmal eine eigene Wasserleitung, also wirklich fließendes Wasser im Haus. Man musste nicht für das Wasser selbst zahlen, aber man musste dafür zahlen, dass die Leitung eben gebaut wurde. Und das war teuer. Nicht zu vergessen natürlich die öffentlichen Toiletten. Die waren allerdings wieder kostenlos. Das Wasser floss dann in den reichen Privathaushalten und auch in den Brunnen den ganzen Tag. Das wurde meist gar nicht abgestellt. Man hatte ja dafür bezahlt, also ein reicher Privathaushalt hatte ja bezahlt. Der hat das Wasser dann nicht abgestellt. Und Wasser gab es auch reichlich. Sehr reichlich sogar. 500 Liter pro Tag. Pro Person. Zum Vergleich, heute braucht ein Haushalt, auch wenn man das vielleicht nicht 1:1 vergleichen kann, 130 Liter pro Person in Deutschland. Was passierte mit dem Abwasser? Das wurde dann in unterirdischen Kanälen aufgefangen und in den Tiber geleitet. Wenn man über die Wasserversorgung liest, dann liest man sehr häufig das Wort Aquädukt. Aquädukt übersetzt aqua das Wasser, ductus die Leitung, also eine Wasserleitung. Im weiteren Sinn, im näheren Sinn ist das eine Steinbrücke, die eben Wasser führt. Also es waren im Prinzip die Bauwerke, die die Römer nutzten, um dann eben das Wasser transportieren zu können. Die Wasserleitungen, die Aquädukte, waren eine Meisterleistung römischer Ingenieurskunst. Man versorgte dann auch die Provinzen ebenfalls mit solchen Leitungen, auch um die neuen Bürger zu beeindrucken. Beispielsweise in Köln oder auch sogar in Karthago. Jedenfalls war die Wasserversorgung der Stadt Rom ein großartiges Beispiel römischer Ingenieurskunst und erst im 19. Jahrhundert hat man dieses Niveau dann auch wieder erreicht. Die meisten römischen Wasserleitungen verliefen übrigens unterirdisch, auch um sie vor Angriffen zu schützen. Bis nächsten Dienstag.